Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harz Medicine Hospital Heat. Ja, ich habe eine ganze Weile nicht mehr gespielt, weil ich etwas sauer auf das Spiel war. Und zwar hatten wir ja diesen Übergang mit dieser nicht so schönen Szene am Anfang bzw. am Ende von der letzten Folge. Und da hat er mich einfach mitten in der Operation rausgeworfen. Die Operation selber habt ihr nicht mehr gesehen, das habe ich dann weggeschnitten. Und ich hoffe, dass das jetzt nochmal kommen wird. Aber wir starten komplett woanders. Also, wir sind uns sehr sicher, dass Professor Myers nach seinem Zusammenbruch nicht mehr zu uns zurückkehren wird. Und aus diesem Grund ist das jetzt deine Abteilung. Aber der Schreibtisch ist dort drüben. Ja, also okay, aber ich weiß nicht. Falls du etwas brauchst, behalte es für dich selbst. Niemanden interessiert das. Warte! Gibt es denn niemanden? Oh ja, und vergiss nicht, dass du das Personal von Little Creek beurteilen musst. Wir müssen wissen, ob sie den Anforderungen entsprechen, um hier arbeiten zu können. Ich gehe davon aus, dass es kein Problem darstellt. Ich denke nicht. Großartig, viel Glück. Ich schätze mal, dass ich gerade befördert wurde. Ich fange da mal besser an. Scheinbar habe ich viel Arbeit. Ja, ehrlich gesagt bin ich dann jetzt doch etwas sauer darüber, dass wir das Ganze ja jetzt quasi gar nicht mehr haben. Also, um euch das kurz zu erzählen, vielleicht kann ich dann auch in der Zwischenzeit noch mal eben ein paar Szenen zeigen. Ellie, du darfst nicht hier sein. Du musst gehen. Quinn hat mir alles erklärt. Es sieht nicht gut aus. Ich werde so oder so sterben. Aber du kannst noch leben. Sie hat recht, Allison. Das Feuer breitet sich zu schnell aus. Wir können auf keinen Fall die Operation rechtzeitig beenden. Und ich fürchte, dass wir sie in diesen Zustand auch nicht verlegen können. Ach. Nein! Ich werde nicht gehen. Ellie, du musst... Ich kann dich nicht schon wieder in Gefahr bringen. Mama, siehst du denn nicht, dass diese Entscheidung nicht bei dir liegt? Ich bin lange genug von meinen Problemen davongelaufen. Ellie, ich gehe nirgendwo hin. Das ist nicht dasselbe, als wenn du das in ein Buch liest, Allison. Aber ich weiß, dass du das im Medizinstudium durchgenommen hast. Ich hole Hilfe. Du Scheiße. Nein, wieso ich? Anscheinend hat Quinn bereits mit dem Entfernen der Schädelplatte begonnen. Fahren wir fort und bohren den Schädel auf, um das Gehirn freizulegen. Oh mein Gott, ich will dich operieren. Nein. So weit, so gut. Jetzt müssen wir vorsichtig die Schädelplatte entfernen. Ja, jetzt müssen wir das Kontrastmittel auf die gesamte Fläche auftragen, um uns bei der Suche zu helfen. Hallo. Danke. Ja, was dann passiert ist, weiß ich nicht, weil während der OP hat mich das System dann komplett rausgeworfen. Und ja, jetzt bin ich hier in der Psychiatrie und habe absolut keine Ahnung, wie jetzt dieser Übergang sein sollte dahin. Aber naja, wir fangen erstmal an. Also, wir haben 650 Gold. Jetzt müssen wir mal gucken. Die Patienten fühlen sich auf dieser Liege...
150, 650. Wir könnten theoretisch zwei liegen. Das ist, glaube ich, wo die warten, ne? Dank dieser Kissen wird die Couch gemütlicher und die Patienten, die dort sitzen, verlieren langsamer die Herzen. Ja. Der Anblick sorgt dafür, dass die Patienten am Tresen langsamer ihre Herzen verlieren. Okay. 300, dann hätte ich auf jeden Fall nicht mehr genug. Ja, dann würde ich fast sagen, wobei ich das nicht so ganz verstehe, weil hier. Naja, gut, die warten wahrscheinlich auf irgendwas hier. Also hier warten sie, denke ich mir mal, generell darauf, dass sie drankommen. Aber ich würde es, glaube ich, trotzdem so machen, dass ich diese beiden Sachen kaufe und. Ne, die setzen sich wahrscheinlich da als erstes hin, oder? Wahrscheinlich ist es jetzt wieder egal. Wenn ich das kaufe, setzen sie sich da hin. Und wenn ich das kaufe, setzen sie sich da hin. Deswegen fangen wir einfach mal an zu spielen. Okay, so, der will auf die Couch. Ich soll noch Papierkram erledigen. Was für ein Papierkram? Das hier wahrscheinlich. Nee, das nicht. Okay, Kaffee. Du gehst auch auf die Couch. Kann man das? Ja, bis drei Leute. Gut, die, keine Ahnung. Ach so, dahin, okay. Da soll man irgendwas machen. Dann einen Tee. Rede ich mal schnell mit dir. Du gehst wieder zurück. Du gehst nach da. Und den Tee, dich setzen wir nach da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du kannst nach da unten. Ich muss ja erstmal gucken hier. Also, das ist ja jetzt hier alles durcheinander. Das, das, du schon mal nach unten. So, zack, zack. Und dann die hier unten. Die. Ah, die Patienten werden manchmal von negativen Gedanken geradezu überrollt. Tippe auf die negativen Gedanken, um sie zu vertreiben. Okay. Ach so, dann gehen mehrere weg. Ah. Okay, Tipp, um vorzufahren. Ja, du nach oben, du nach da, du nach da, du nach da. Euch kassieren wir mal eben schnell ab. Dich können wir auch schon mal da drauf setzen. Das nehmen wir mit und gehen da rein. So, das, das, das. Okay, jetzt wird es hier langsam kompliziert. Oh, Stapel, Stapel, Stapel. Du hast die Papiere. Aber wir sind nie in dein Büro gegangen. Das ist ja toll. Okay. Komm, den nehmen wir nochmal schnell. Da haben wir das ja schon für. Das. Zack. Du kannst schon mal auf die Couch gehen. Dann schnell einen Kaffee. Zack. Wusa. Ich habe keine Ahnung. Einmal dahin. So, du Couch. Dahin, dahin, du dahin, dann kannst du nämlich nach da, Kaffee einmal, du auf die Couch, du nach oben, du nach unten. Oh Gott! Couch, das, das. Oh, jetzt wird's hier aber echt. Du, Kaffee haben wir noch. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Okay, du, Couch. Den machen wir schnell, damit die hier gleich auf die Couch kann. Abkassieren, abkassieren, abkassieren. Schnell. Damit du auf die Couch kannst. Oh mein Gott. Okay. Aber es ist ja ein komplett neues Level. Also es ist schon, ja. Man muss ja erstmal gucken, was man hier überhaupt macht. Hallo. Kann die jetzt diesen scheiß Kaffee da endlich mal machen? So, du kannst nach oben. Du interessierst mich nicht, du willst sowieso gehen. Du dahin, du dahin. Komm, mach schon. Zack, zack. Du dahin, Couch, Couch. Komm, lauf dahin. Einmal das. Oh, nicht noch ein Stapel Papiere. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Können wir jetzt nicht lesen. Wir haben keine Zeit für sowas. Mach hinne. Bus. Du runter. Du Couch.
Um euch kümmern wir uns auch jetzt schnell. Wusa. keine Zeit. So, du dahin, dahin, du dahin, 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 da gehen wir schnell hin. Schnell einen Kaffee. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du auch schnell nach unten noch einen Kaffee für dich. Oh, Leute, ernsthaft. Da haben wir auch noch einen Kaffee für. Der kann hier hin, die kann da hin. Wo ist der Tee? Tee, 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 Tee. Eieiei, die können wir doch tauschen, oder? Ja. Du dahin. Zu dir kommen wir noch, zu dir kommen wir noch. Nein, nicht in dem Moment, wo ich hier was anklicke. Och, jetzt macht die das auch nicht. Och, komm, ja, 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 ja. Wollen wir jetzt alles nicht wissen. Mach das weg. Kaffee, los. Du nach unten, zack, 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 das holen. Du Couch, du dahin. Kaffee. Du nippelst mir hier gleich ab. Wenn man das denn so nennen kann. So, du runter. Du Couch. Die. Danach die. Die und die. Oh, ich habe Oliver gerade gesehen. Ja, Arschlöcher. Oh Gott. Ich habe ihn doch gesehen. Ich habe ihn doch gesehen. Wir nehmen hier zwei. So, zack. Zack, du Couch, zack. Ja, komm. Ihr füllt euch jetzt alle wieder gut. Tee, wir wollen Tee, 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 Tee. So, du nach unten. Das war irgendwie nicht so richtig rum. Du nach da. So, die zwei Sachen, zack, zack. Du nach da. Nochmal Behandlung. Du nach da. Das war falsch rum, ich weiß. Oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Tee. Ich habe jetzt nur einen Tee gemacht. Das war nicht so gut. Du, Couch. Du nach da. Tee. Dahin. Du nach da. Zack. Du nach da. Ja, ja, können wir nicht, ich weiß. Geh doch mal zu ihr hin, Mann. Mein Gott. So. So, du ganz schnell nach da. Du endlich mal weg. Ich habe dich jetzt schon keine Ahnung, wie oft angeklickt hier. Du nach unten. Du nach da. Das machen wir jetzt. Du nach da oben. Ihr beide könnt tauschen. So, bei ihm müssen wir noch hin. Bei ihr. Für dich braucht man Tee. Danach zu ihr. Dahin. Sie auf die Couch. So, Tee. Du hoch. Dahin. Dahin. Du wieder auf die Couch. Warum geht's euch allen so beschissen, Leute? Ganz ehrlich. Oh, das waren die Falschen. Nee, das waren nicht die Falschen. Die brauchen wir ja auch. So. Du. Du und schnell abkassieren. Oh! Ja, immerhin noch zwei Sterne. Ich habe auch einen Oliver ganz kurzfristig noch gesehen, aber ich habe es da nicht mehr geschafft, drauf zu klicken. Immerhin haben wir die Herausforderung gemacht. Tintenklecks-Test, bereite den. Oh Gott. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Du bist nicht etwa hier, um mir noch mehr Arbeit zu geben, oder? Nein. Warum? Das hier ist doch die Psychologieabteilung. Ja, tut mir leid. Was wolltest du sagen? Ich habe hier früher einmal gearbeitet. Nun, ehrlich gesagt, hat mir einmal das Little Creek Krankenhaus gehört. Und jetzt habe ich dafür gesorgt, dass all meine Freunde vorübergehend im Greensboro arbeiten können. Aber nur, wenn sie von der Leiterin der Psychologie, dir, dazu das Okay bekommen. Könntest du nicht zu streng sein? Sie haben viel durchgemacht. Oh, natürlich. Danke.
Daniel, wo du schon einmal hier bist, du stehst auch auf meiner Liste. Ich bin sofort in mein Auto gesprungen und zum Little Creek gefahren, als ich davon hörte. Dann habe ich einen Hammer von einem der Feuerwehrleute genommen. Und habe Allison und ihre Mutter gerettet. Ich habe das Gefühl, dass du einige Dinge auslässt, Daniel. Kannst du mir Schritt für Schritt erklären, wie du in den Raum mit Allison und ihrer Mutter gelangt bist? Mit der brennenden Couch, auch nicht schlecht. Ich habe das ja total vergessen. Ich muss weg. Wir reden ein anderes Mal weiter. Okay. Na, das war jetzt aber nicht so gut. Völlig gestresste Selma. Ach, Selma heißt die Gute. Kannst du Selma helfen, sich ein wenig zu entspannen, indem du auch anderen Patienten hilfst? Keine Ahnung. Oh Gott, wenn das so chaotisch wird wie eben, dann befürchte ich eher nicht. Okay, du dahin, Tee. Dahin. So. Wieso braucht die vier Stück davon? Schon, die braucht wirklich vier Stück davon. Okay. Wusa. Du und du. Du gehst nach rechts, du nach unten. Ey. Daneben nicht. Mein Gott. So, dann dahin. Du gehst nach da. Du kannst schon mal nach unten. Danach zu dem. Auf die roten und die lilanen, genau. Dann dahin, du gehst nach oben, du nach unten. Du dahin, irgendwie wollt ihr alle gerade nach da. So, die nehmen wir schnell. Einmal, zweimal, dreimal und du auch. Wenn du Kaffee holst, gehst du dahin und du dahin. Dann setz dich mal dahin, dann hilf ihr und ich setze mal nach unten hin. Dann kassieren wir trotzdem mal eben schnell ab. Du gehst nach unten. Du auch. Du hast jetzt Pech gehabt, du musst einen Moment warten. So. Du gehst nach unten, du kommst da drauf und wir brauchen noch ein Buch. Und du dahin. Das war jetzt eine komische Reihenfolge, aber egal. Die beiden brauchen wir auch noch. Zack, zack. Du auf die Couch. Oh Gott. Die vier Gute-Nacht-Bücher oder was soll das heißen? So, die hat weniger Herzen. Die nehmen wir als erstes. Du kommst nach unten. Hat er das jetzt angenommen oder nicht? Ja, du sollst immer noch nach unten. So, du wieder nach oben, du nach unten. So langsam kriege ich hier so ein bisschen den Dreh raus, finde ich. So, da, da, da. Das müssen wir alles im Voraus speichern. Du nach oben, während ich hier erstmal. Du kannst auf die Couch. So, Kaffee. Zack, zack, zack. Du dahin, du dahin und du dahin. Während du dahin gehst, so. Ja. Das Grüne. Zack, zack. Das ist falsch rum, aber egal. Zack. So. Und so. Und so und so. Du gehst nach unten. Du nach da. Du nach da. Okay, Kaffee können wir dir noch eben machen. Oh Gott. Warte mal. Dir bringen wir gar nichts. Keine Ahnung. Wieso die. Wo ist denn jetzt der Kaffee hin von ihr? Ach, die will das einzeln haben, oder wie? Ich dachte, das muss ich jetzt zweimal bringen. Okay, dann kriegst du jetzt noch den Kaffee.
Dir wird geholfen, du kannst wieder zurück, du kannst noch da. Eieieiei, okay. Oh, wo habe ich den Kaffee denn jetzt her? Hallo. So, da, du nach unten. Der muss noch geholfen werden. Wieso muss ich der jetzt nochmal? Och, nee, ne? Ist das dein Ernst? Der muss ich jetzt nochmal 4 Bücher bringen? So, ihr dahin, zack. Deine Bücher habe ich auch. Die müssen wir erstmal loswerden, bevor ich was anderes machen kann. Okay, du nach unten. Zack. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen freischaufeln. So, dann kannst du nach da. Du nach da. Ja, komm, mach hinne. Oh, ist das dein Ernst? Was will die denn noch alles haben hier? Die will auch noch mal eine Wusa-Behandlung. Die beiden tauschen bitte. Das nach da, blau. Oh, ich muss mal abkassieren. Dann kann sie jetzt auch nach unten. Zack. Du auf die Couch. Wir brauchen 2x Tee, bitte. Der geht schon. Dann können wir den das also auch dahin bringen. Zack. Danach die beiden Tees. Okay, einer ist frei, wobei die, glaube ich, schon länger gewartet hat hier. Oh mein Gott, wie kann jemand so depressiv sein? Gut, wie kann jemand überhaupt depressiv sein? Keine Ahnung. Ich war schon mein Leben lang irgendwie in Sonnenschein, egal was passiert ist. Tee. Oh mein Gott, es wird wieder stressig. So, du nach da. Euch beiden behandeln wir mal schnell. Oh, ist das euer Ernst? Könnt ihr nicht einfach aufstehen? Doch, die beiden kann ich tauschen. Nee, kann ich nicht tauschen. Ja, ist okay. Geh doch einfach zu dem mit den Büchern hin. Mach. Los. Du nach oben, du nach da, du runter. Oh, ernsthaft. Was, das braucht die? Zweimal das, zweimal das. Ist das wahrscheinlich schneller hier unten? Dann geht die zu dem nach oben. Dann. Wir können schon mal tauschen. Zack, zack. Oh mein Gott. Es sind doch nicht so viele, wie ich gedacht hatte. Aha. So, dann kannst du schon mal dahin. Kaffee. Danach die 4. Zack, und dann schnell abkassieren. Ah! Ich habe gar keinen Oliver gesehen, fällt mir gerade ein. Hilfe! Aber ich habe auch gar nicht drauf geachtet, wenn ich jetzt ehrlich bin. Genau, Wusa. Die müssen wir mal eben schnell vorher machen. Zack. Boah, wie viel Behandlung braucht die hier eigentlich? So, ich weiß immer noch nicht, was das oben rechts ist, aber um dich kümmere ich mich noch. Du bist mein letzter Patient für heute. Ach, was willst du noch alles hier? Die laufen von links nach rechts, von rechts nach links. Kümmere dich jetzt mal endlich abkassieren. Nein, immer noch nicht. Oh. Dein Ernst? Was ist das hier für eine Troller? Ja, wir behandeln nicht noch mehr. Wusa, mach hinne. Oh, ich glaube, wir können dich endlich abkassieren. Sehr schön. Ach, das war diese Selma. Dann verstehe ich das hier oben. Aber immerhin haben wir es geschafft, so wie es aussieht.
Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch ganz schnell das Gefühlschaos. Und darum musst du all diese Formulare bis morgen ausfüllen. Danke, du bist ein Schatz. Oh, schau, es ist die Superärztin, die Krankenwagen über Klippen fährt und in brennende Gebäude rennt. Nur damit du es weißt, das hier ist mein Krankenhaus. Und wir kommen hervorragend ohne dich aus, du Katastrophenmagnet. Warum tust du uns nicht einen riesigen Gefallen und fällst durch deine Psychobeurteilung durch? Oh ja? Nun, vielleicht solltest du lieber durch deine Psychobeurteilung fallen. Kümmere dich nicht um sie, so behandelt sie jeden hier. Ich bin Sam. Allison. Setz dich kurz zu mir, wir kümmern uns um deine Beurteilung während meiner Schicht. Was, wie, während meiner Schicht? Oh Gott. Wir haben nichts, was wir jetzt so machen können. Also würde ich sagen, dass wir hier noch mal eins holen und dann direkt loslegen. So, du Couch. Ein Spinnenbuch. Hast du eine Spinnenphobie oder worum geht's? Aha. Okay, du dahin, du dahin. Bleibt Allison jetzt die ganze Zeit auf der Couch liegen, oder? Okay, du kannst schon mal runter. Du kannst auch schon mal dahin. Du gehst dahin. Zack, du gehst dahin. Ruft die mich oder muss ich das jetzt nebenbei machen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, oh, hat der viel. Viele aufgestaute Negativ. Ah, okay, sie ruft mich, sie ruft mich, sie ruft mich. Okay, fangen wir an bei dem Feuer. Weißt du, wie alles begonnen hat? Ja, der Auslöser für das Feuer war Viktor. Er hat unsere gesamte Ausrüstung durch fehlerhafte Geräte ersetzt. Es schien fast Absicht zu sein. So, das geht nach unten, das geht nach unten. Zack. Und schnell dahin. Du gehst auch hoch. Machen wir schon mal MT. Du gehst auch hoch. Runter. Da drauf. Ach, jetzt will die das auch noch. Oh. Okay, du gehst wieder hoch. Was ist das? Ach so, nee, mit der muss ich wahrscheinlich nur reden, oder? Ich habe keine Ahnung. Ach, das ist dieser Tintenfleck. Oh. Ah, okay. Verstehe. Jetzt, ich hab doch schon. Oh. Da, Allison, Allison, du bist in ein brennendes Gebäude gerannt. Das würden nicht viele Leute tun. Was war der Grund dafür? Ich musste das Gerät von hier in das Little Creek Krankenhaus schaffen, sonst wäre meine Mutter gestorben. Ich konnte sie nicht einfach so aufgeben. Sie war doch gerade erst wieder in mein Leben getreten. Okay, das lenkt überhaupt gar nicht ab, wenn wir das zwischendurch machen. Kein Thema. So, ihr beide könnt schon mal tauschen. Du kannst dahin gehen, zack. Du kannst dahin. Jetzt brauchen die schon wieder irgendwelche Bücher. Du dahin, zack. Zack, zack. Am besten nur mal zwischendurch abkassieren. Ja. Ist ja gut, ist ja gut. So, du nach da, du nach da, du nach da, zack. Oh mein Gott. Ja. Du dahin. Du dahin, du dahin. Ja, okay. Das ist irgendwie schon ein bisschen komisch, wenn man die Dinger sieht, aber okay. So, du dahin,
du dahin. Das brauchen wir, das brauchen wir. Nochmal einen davon und zack, alle. Nein, Allison. Die Beziehung zwischen dir und deiner Mutter ist alles andere als normal. Kannst du mir etwas darüber erzählen? Kein Problem. Hast du ein paar Stunden Zeit? Das Einzige, was jetzt zählt, ist, dass es gut zwischen uns läuft. Ich habe ihn gefunden, ich habe ihn gefunden. Ja. Das Buch brauchen wir noch. Die beiden müssen wir erstmal machen hier. So, du gehst dahin. Zack, zack. Das, das. So, das, das. Hallo, ich habe sie gerade nach unten gesetzt. Was geht denn jetzt ab hier? So, das, das. Ich muss euch irgendwie freikriegen hier. Aha. Will ich mit dir schon wieder reden? Aha. So, ihr beide könnt eben tauschen. Du kannst nach oben. Du bist schlimmer. Dich hatte ich ja eben schon nach unten geschickt. Ah, eine Gitarre, eine Gitarre, eine Gitarre. Muss sie denn richtig rum sein? Och Leute, ernsthaft jetzt? Wieso funktioniert das nicht? Kannst du mir wenigstens sagen, wie sich die Dinge für dich und deine Mutter verändert haben? Ich wollte einfach nicht mehr wütend sein. Damit war niemandem geholfen, offen gesagt, hat alles nur noch schlimmer gemacht. Jemanden zu vergeben stellt keinen Verlust dar, sondern ist ein Gewinn für alle Beteiligten. Ja, dann schnell alle hier weg. Du kannst dahin. Euch helfen wir jetzt eben noch schnell hier. Geht weg, geht weg, geht weg, damit hier frei wird. Sehr schön. So, dann die zwei. Das. 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 Die beiden. Du kannst nirgendwo hin. Ihr beiden könnt tauschen. So. Du gehst dahin, du gehst runter. Jetzt nicht schon wieder so, dass es nicht funktioniert, Leute. So, du gehst nach oben. Zack. Zack. Ja, 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 ja. Schnell, 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 schnell. Du nach oben, du nach da, du nach da. Da müssen wir schnell hin. Und zu guter Letzt, denkst du, dass du so weit bist und wieder arbeiten kannst? Ich möchte wirklich, wirklich wieder arbeiten. Das verstehe ich, aber das war nicht meine Frage. Denkst du, dass das Feuer in irgendeiner Weise deine Entscheidungsfähigkeit oder deine Fähigkeiten beeinträchtigt hat? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Okay. Weiter geht's, Leute. Du kannst nach unten. Nein, nicht Schichtende. Lass mich hier draufklicken. Du nach unten, du nach da, du nach da. Da brauchen wir noch ein Buch für und Tee. Das, das, noch ein Buch. Dahin. Die braucht auch dringend noch was hier. Den müssen wir schnell machen. Kommt, Leute. Mann, lasst mir da bloß nicht ein paar Sekunden Zeit für, ehrlich. Ach Gott, jetzt steht der da und will seinen Tee haben. Willst du mich denn hier veräppeln? Du gehst nach unten. Ihr müsst tauschen. So, zack. Zack. Das alles weg. Zack. Zack. Schnell abkassieren. Hier noch da unten. So, schnell behandeln. Oh mein Gott. Nein, ist das euer Ernst?
Ich habe zwei verdammte Punkte zu wenig. Wollt ihr mich verarschen? Das ist nicht euer Ernst. Ja, und natürlich musste gerade jetzt Amazon klingeln. Und wie habe ich das abgeschnitten? Das kann ich dir noch nicht sagen. Es gibt nicht die geringste Spur von Viktor. Er scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Ruth! Sophia! Oh. Du siehst so aus, als ob es bei dir bald losgeht. Ich fühle mich auch, als ob ich bald platzen werde. Wenn das Aufziehen des Kindes nur halb so schwierig ist, wie die letzten Monate waren, dann weiß ich nicht, wie ich das alleine schaffen soll. Wo wir gerade darüber sprechen. Ich habe gehört, dass dein Haus immer noch zum Verkauf steht. Wenn wir alle zusammenlegen, vielleicht können wir dann gemeinsam das Haus zurückkaufen. Du würdest das Haus nicht verlieren. Ich könnte endlich aus meiner miesen Wohnung ausziehen und wir alle könnten dir mit dem Baby helfen. Das könnte funktionieren. Es ist ja schließlich groß genug. Wir hätten immer noch ein Zimmer frei. Ja, und damit ist das nächste Minispiel freigeschaltet, aber dazu kommen wir heute erstmal nicht mehr, denn wir haben gnadenlos überzogen und ja, Entschuldigung für den kleinen Break zwischendurch, aber das war Amazon schuld. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!